Mr. Hugh, machen Sie sich's gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Boah, ich krieg halt Gänsehaut bei der Musik. Sehr geil. Das scheint das Intro zu sein. Wir sind ja immer schön über die Skyline. Schöner Blick auf die Bucht. Sehr geil gemacht. Einmal schön im Kreis geflogen, wie das hier aussieht. Jetzt landen wir gleich wieder auf unserem alten Gebäude. Ah, das Transtar-Gebäude. Sehr gemütlich hier in dem Helikopter. James, bringen Sie mir noch einen Scotch. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Was, aufs Glas soll ich achten? Würde ja mal hier drauf achten, dass ich da nicht reinspringe. Meint ihr, das geht? Wenn ich hier hochspringe? Ich lasse es lieber. So, bei Transtar. Hallo, Dr. Yul. Hallo, Wissenschaftsoperator. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Na, selbstverständlich. Hey, da fehlt noch einer, oder? Da müssen noch zwei rein. Wird doch viel besser aussehen. Erinnert mich so ein bisschen an Putin. Naja, fahren wir mal mit dem Fahrstuhl. Morgen, Hugh. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Na dann, bring mich mal zu meinem 9 Uhr Termin. Auch hier natürlich wieder ein personalisierter Fahrstuhl, der uns jetzt zu unserer Destination bringt. Endlich. Bruder Alex. Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Us. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Ich bin der Meinung, er könnte mal hier noch ein bisschen Cardio machen. Du selbst. Wir sehen uns danach. Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, woran ich gearbeitet habe. Geh lieber rein, sonst wird Bellamy ungeduldig. Bellamy. Okay. Wir müssen weiter. Was mit dir? Der sieht aus wie der Morgan von The Walking Dead. Dass der das geschafft hat bis hierhin. Ins Jahr 2032. Der hat die Apokalypse wohl überstanden, würde ich sagen. Oh, die wissenschaftliche Methode. Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen... Das ist das Gleiche, was wir eben schon gelesen haben. Verdammte Kacke. Na gut, wir gehen weiter. Okay, hier bin ich. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen.
Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut, fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Echt jetzt? Was ist denn das für ein Test? Oh, das geht nicht kaputt, oder? Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Was für ein Test? Also wenn die alle so werden? Naja. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Ich hätte mich jetzt eigentlich ganz gern hier hinten dran versteckt, aber ich krieg den ja gar nicht mehr so hin. Der rote Knopf startet den Test. Ja, ist mir schon klar. Wovor müssen wir uns verstecken? Vor der Kamera? Morgan. Ja. Wir können Sie dort sehen. Dr. Yu, Morgan, wir sind soweit. Ich will den Stuhl wieder hinstellen. Aber ich krieg's nicht hin. Wie soll ich mich denn dann verstecken? Wo soll ich mich denn verstecken, wenn der Stuhl nicht mehr da steht, wo er gestanden hat? Ja, dann verstecke ich mich halt hier. Drücken Sie einfach den Knopf. Okay, ich werde den Test wohl nicht bestehen. Oh, scheiße. Ich krieg den Stuhl nicht mehr hingestellt. Verdammt. Ich verstecke mich vor der Kamera. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Habe ich jetzt die Prüfung bestanden? Okay. Hat funktioniert. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Einfach den Knopf drücken. Zum Starten den roten Knopf drücken. Also jetzt mal im Ernst, wir fliegen ins Weltall, in den Orbit und das hier sind Tests. Verstecken, Sachen aus einem roten Kreis schmeißen und Knöpfchen drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Was denn? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Lautsprecher ist noch an. Ich habe das doch gemacht. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Irgendwie fühle ich mich hier nicht gut bei dem Dr. Bellamy. Es ist wie, als Mama damals immer gesagt hat, du bist was ganz Besonderes. Genau so fühle ich mich. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Ich würde auch einen nehmen. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Ja. Ich bin gespannt. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieber... Sobald Sie bereit sind, Morgan. Ja, lass mich doch jetzt mal arbeiten hier. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus. Ah. Also ich würde eher was Neues ausprobieren.
den Dreh raus. Weiter so. Knöpfchen drücken. Sie wurden für ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig. Das war es wert. Was haben wir denn gemacht? Ich wurde für meine Taten zum Tode verurteilt. Ja, ich würde ja eigentlich sagen, ich bin ruhig, das war es wert, aber ich weiß nicht, was ich getan habe. Egal. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Also entweder überfährt der Zug durch unser Nichtstun, fährt er über 5 Menschen, oder wir wechseln und fahren nur über einen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir nur über einen. Gut, weiter. Ein führerloser Zug führt auf 5 Menschen zu, schon wieder. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn auf das Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Okay. Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Wie oft fährt der denn auf 5 Menschen zu? Was machen die 5 Menschen denn auf dem Gleis die ganze Zeit? Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Also entweder springen wir aufs Gleis und halten den Zug durch unseren Tod auf, oder wir stoßen erneut den fettleibigen Mann, oder wir tun nichts und er überfährt die 5 Leute. Dann stoße ich den fettleibigen Mann. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Sehr gut. Ich hänge an meinem Leben. Gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... Was war das? Was war denn das? Ist das mein Kaffee? Alter, da ist ja was in die Tasse reingesprungen. Was zur Hölle? Das Kaffeemonster. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Schon wieder? Oh, es scheint nur ein Traum gewesen zu sein. Oh, hab ich Kopfschmerzen. Das lag bestimmt an dem Sekt. Erstmal hier mein Handy holen. Aber kein Anruf. Es war ja auch nur ein Traum. Na dann, trinken wir mal wieder ein. Ist ja gegen den Kopf, gegen den Kater. Die Notiz und der Sekt, die haben eben doch hier gestanden. Ist noch irgendwas anders? Wie sieht's mit unserem Inventar aus? Die Sachen sind weg. Ach, guck mal, ich kann den Kühlschrank nicht hochheben, weil ich eine Hebelkraft von 3 brauche. Ich bin zu schwach. Was ist denn das hier für ein Geräusch? Das macht mich wahnsinnig. Unsere Schranktür. Ich wollte schon gerade sagen, die geht nicht auf. Aber hier war, glaube ich, auch gar nichts drin, ne? Hier war noch was. Im Nachttisch. Hier haben noch ein paar Sachen gelegen, die ich mitnehme. So. Wie sieht's mit den E-Mails aus? Immer noch genauso wie eben. Alter, wir haben jetzt 6 E-Mails. Gefahr. Verschwinden Sie. Oh, ich wollte gerade nach unten scrollen. Ah, was ist das?
Das scheint so ein Fast Dropdown, keine Ahnung, Menü zu sein, womit ich nachher irgendwie schnell wechseln kann, wie es aussieht. Okay, wir müssen verschwinden, aber... Wohin denn? Erstmal einen Anzug anziehen. Okay, ansonsten sieht hier noch alles aus wie immer. Es hat sich nichts geändert. Die sieht nicht so aus wie immer. Geht's dem Fischi noch gut? Ja. Ah, mit V können wir die Taschenlampe einschalten. Oh, eine Rohrzange. Oh, die sieht nicht mehr so gut aus, glaube ich, oder? Nee. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Name ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Okay, wir müssen ausbrechen, aber... Ist mal im Ernst, war hier... Hier war doch der Weg zum Fahrstuhl. Oder? 100%. Okay, die Leiche hat hier noch was dabei. Ein Ersatzteil, das nehme ich mal mit. Sollen wir die so da liegen lassen? Ich nehme die mal mit. Leg die mal hier auf die... So. Ne, so liegt die nicht gut da. Ich will die eigentlich ja hier nur so... Die schläft nur. Hier. Die schläft nur. Ich schlafe auch immer so. Wow. Das ist massiv. Ah, hier unten haben wir eine Ausdaueranzeige. Geht die auch runter, wenn ich laufe? Ja, geht sie auch. Ah, ich habe schon eine Idee. Können die Tür auch jetzt hier nicht mehr aufmachen. Nein, ist das geil. Alter. Wir wurden immer gefilmt. Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Jetzt guckt sich das mal einer an. Wie hieß der Film? Wie hieß der Film? Die Truman Show. Ja, wenn man überlegt, dass ich morgens noch hier meinen Frühsport gemacht habe und in roter Unterwäsche vor der Kamera getanzt habe. Was für eine Scheiße läuft hier ab? Wie geil ist das denn, ey? Okay, wir haben eine Notiz. Aktivitätenprotokoll. Schläft, wacht auf, stellt Alarm ab. Schaut auf Transcribe. Am Computer verschiedene Aufgaben. Duscht, legt Uniform an, verlässt das Apartment. Unser Tagesablauf. Wir haben hier noch Programme. Das ist neu. Ach, wir sind ja hier. Evelyn McCarthy. Hat 2 E-Mails. Tägliche Tests. Wenn Sie schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidungen fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Sylvain Bellamy, das ist der Arzt und Doktor von eben, ne? Dr. Bellamy, mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden
die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Ein Kommentar zu heute. Morgen. Morgen. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Miss Elazar und ich... Miss Elazar und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Was? Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Der war doch kaputt. Ich habe doch gesehen, wie er am gleichen... Achso, ja, es ist ja jeden Tag... Also wie es aussieht, ist hier jeder Tag gleich gewesen für uns. Immer wieder von Neuem. Wie ätzend. Audioereignisse. Beziehen Sie sich auf das Testprogramm von Audioereignissen.